So, schauen wir uns mal ein Video von Marvin Neumann an. Auf den haben wir schon mal re reagiert. Das Video ist so schon online auf meinem Kanal. Schauen wir uns mal an, was er zu Cyberpunk gesagt hat. Modi, das ist ja dein Gebiet. Das Spiel hast du ja schon gespielt. Kannst du ja auch was zu sagen. Kannst du ja. Ich habe das Spiel bisher noch nicht gespielt. Ja. Mein Hut richtig aufgesetzt. Partyhut. Man sieht es kaum, aber was soll's. Yay. Cyberpunk bietet eine Vision einer postnationalen, globalisierten Gesellschaft, Kaffee ist in welcher gemacht, kann ich diejenigen, mir die wissen, wie man Informationen manipuliert, am Ende währenddessen die gönnen. Oberhand haben. Eine Vision der Welt, die uns heute sehr bekannt vorkommen sollte. Seit mehreren Jahrzehnten schon begeistert uns eine Dystopie, eine Zukunftsdystopie voller Neonlichter, hochmodernen Städten und Ungleichheiten in der Gesellschaft. Von dem einen Extrem ins andere. Armut auf der einen Seite und Hochglanz, Luxus und Großkonzerne auf der anderen Seite. Die Zukunftsvision von Cyberpunk als Vorschau auf eine nicht allzu ferne Zukunft, in welcher Großkonzerne die Macht haben und sich über den gesamten Globus erstrecken. Zusätzlich eine Ja, so Soziologie. unwahrscheinlich sind die Zukünfte gar nicht. Das ist ja, was längst Realität ist. Alles außer Raketenwerfer und jetzt habe ich den Kommentar nicht richtig gelesen. Jetzt habe ich irgendwie verhaspelt mit dem Kommentar vorlesen. Was längst Realität ist, alles außer Raketenwerfer und Arme. Raketenwerfer Arme. Lesen ist heute nicht mit drin. Dafür ein Tusch. Was leider hier vorspult. In Videos sollten wir das lassen. Der Tusch hat gar nicht richtig ausgelöst, weil ich schnell wieder zurückgelöst hat. Gib uns ein Jahr, viel länger ist es nicht mehr. Ich glaube, den Tusch lassen wir hier mal aus bei den Videos. Weil mit der 10er-Tastatur, auf die ich das gelegt habe, spult man vor dem Video. Jetzt muss ich gucken, wo wir stehen geblieben Vision von sind. Cyberpunk als Vorschau extrem ins andere. Armut auf der einen Seite und Hochglanz, Luxus und Großkonzerne auf der anderen Ja. Seite. Die Zukunftsvision von Cyberpunk als Vorschau auf eine nicht allzu ferne Zukunft, in welcher Großkonzerne die Macht haben und sich über den gesamten Globus erstrecken. Eine Zukunft, in der Großkonzerne die Macht haben, das ist ja, Microsoft, Apple, allein im Technischen gesehen. Ich meine, das ist zumindest der Teil. Ich habe Cyberpunk nicht gespielt, aber der Teil, ist gar nicht mehr so, ist nicht so weit entfernt von. Ist nichts Realität. Wenn man sich unsere Politik anguckt, wie die regiert wird, und wie die Politiker, gerade aus der CDU zum Beispiel hier, die Lobbyisten, wie die Politik wie die nach den Lobbyisten tanzen, wie die nach der Schnauze der Polizisten, ja, nach der Lobbyisten tanzen. Ja, wir werden von den großen Unternehmen regiert, das ist gar von den Lobbyisten werden wir regiert, das ist gar kein, von der Autoindustrie und so weiter, das ist gar kein Geheimnis mehr, ja, wie man sagt, wie gesagt, lang ist es nicht mehr, aber verdammt, wenn schon, dann will ich auch die neuen Körperteile und nicht nur die Konzerne. Da musste ich leider enttäuschen, Molly, das wird wahrscheinlich nicht kommen. Neuen Körperteile. Die Raketenarmwerfer das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Die Konzerne, die an der Macht sind, die gibt es schon. Zusätzlich eine soziale Ungleichheit und eine Die KI, die immer soziale weiter wächst Ungleichheit und gibt es auch neue schon. Technologien. Soziale Ungleichheit ist auch schon. Ja, Technologien, die können wir auch uns immer ewig mehr drüber Hoffnung reden. geben auf mehr Freiheit, aber auch Gefahren in sich birgen. Klingt alles ziemlich nach unserer Welt, oder? Mit dem Start des neuen Videospiels Cyberpunk 2077 wollen wir uns heute mal mit der Cyberpunk-Grundthematik beschäftigen und auch politisch analysieren. Wie viel Realität steckt eigentlich in Cyberpunk? Oder wie viel Cyberpunk steckt eigentlich in unserer Realität? Coole Anmoderation. Den Satz umgedreht.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Mindtwisting Crew. Willkommen zurück zu einem neuen. Ich finde das ein bisschen eine kleine Kritik, muss ich mir aber erlauben. Ich finde seine Videos sehr gut. Also finde ich also schon also die Videos, die ich von ihm schon gesehen habe, habe ich ihn jetzt abonniert, habe ihn jetzt in meiner Abo-Box auch drin. Er hat auch schon unter meinem ersten React-to-Video kommentiert. Also Marvin, falls du das siehst dieses Video, dieses React-to-Video, wie ich das wieder auf YouTube hochlade. Kleine Kritik. Ich finde das Intro ein bisschen zu lang. Also ich finde das so, also nicht direkt das Intro, aber ich finde so ein bisschen, ich denke, habe ich schon, ich habe es glaube ich schon in der ersten React-to gesagt. Es ist so ein bisschen, es kommt erst, also es ist, ziemlich spät, also das Intro, das eigentlich, also hier, das Intro, was wir hier sehen, das mit dem, der Schriftzug und so weiter, das kommt relativ spät, also es ist ja hier bei 1.19 und so weiter. Ist okay, habe ich auch so gemacht, mache ich bei unserem Podcast auch immer noch so. Vielleicht sollte ich mal bei unserem Podcast mal ändern. Ich finde sie also für das Politikthema finde ich, es ist so ein bisschen, er fasst es vorhin noch mal so ein bisschen zusammen und dann, ich verstehe schon, was das für einen Sinn macht, aber es ist irgendwie hat für mich das Video dann schon längst angefangen und ich weiß nicht, wie ich es am besten sagen soll. Irgendwie läuft es dann irgendwie beim ersten Vektor habe ich gesagt, was, das ist das Intro, was das Video ist nicht schon, was das Video ist noch nicht im ganzen vollen Gange oder so, das ist dann, eigentlich müsste, das Intro muss man, also so wie ich es früher auf meinem Kanal gemacht habe, als ich noch ein Intro hatte, das habe ich mittlerweile rausgeschmissen, was ich das dann immer so gemacht habe, ist, dass man, ist jetzt gut, dass ich einem größeren YouTuber Tipps gebe, aber ja, soll mir doch auch gestattet sein. Wie ich das gemacht habe nach den ersten, ich habe gesagt, seid gegrüßt, meine lieben Zwerggenommen, aber jetzt eigentlich noch meine Begrüßung halt auf YouTube. Und danach direkt, da habe ich noch vielleicht gesagt, heute geht's um das und das. Also heute spielen wir Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Dann kam das Intro und dann ging's los. Dass du halt nur die Begrüßung machst. Also die Zusammenfassung, worum es im Video geht, die kurze Zusammenfassung eher nach dem Intro, ist das halbwegs verständlich gewesen, wie ich das rübergefasst habe. Also das ist so eine kleine Kritik von mir. Ich würde das Intro noch ein bisschen früher reinpacken, dass man so ein bisschen. Es kam also beim ersten Vektor habe ich es glaube ich schon so gesagt. Das ist so ein bisschen für mich. Ich dachte dann so, okay, sind wir jetzt nicht schon. Jetzt beginnt erst das Video. Nichts Böses, ist also. Ansonsten, Marvin, falls du das mal hörst, später am Vektu, sehr gut. Also ich finde es. Ansonsten bleibt mir, habe ich bisher gar nichts auszusetzen. Ansonsten wirklich. Auch das mit dem Intro, meinetwegen. Ich meine, wenn du es nicht ändern willst, lass es so. Das ist nur mein persönliches Empfinden, ist nur mein so. Ich will gar nichts. Will ja nicht sagen, dass irgendwas schlecht ist oder dass irgendwas nicht hingehört, ist einfach nur. Kannst ja deine Community mal fragen. Kannst ja mal, wie die das findet. Ist ja mal so einfach das. Ja, nur meine, so meine. Als Reactor kann man ja mal so ein bisschen seine Meinung dazu mal einbringen. Zurück zu einem neuen Video. Und eins gleich vorweg, dieses Video ist nicht von Cyberpunk gesponsert. Ich fand das aber trotzdem ziemlich spannend und interessant. Schade. Mal diese Grundwelt von Cyberpunk. Schade, hättest du dir. Das wäre schön gewesen. Das hätte ich ihm gegönnt. Hätte ich ihm gegönnt. Dass Cyberpunk ihm das sponsert. Ist ja nichts Verkehrtes dran, wenn ein Video gesponsert ist. Das ist ja auch nicht. Ja. Es gibt immer die Leute, die da rummeckern, du bist gesponsert, das ist, ja, das ist die paar Ausnahmen hier. Cyberpunk, also, die es ja auch nicht erst seit Cyberpunk 77 gibt, mal politisch zu analysieren. Und wir starten auch mit einem Beispiel und einem Unternehmen, das euch allen sicherlich bekannt ist und das ihr just in diesem Moment auch gerade nutzt. YouTube. Ja, kleiner Spoiler, YouTube. Aber finde ich eine gute Idee. Ich finde die Videoidee ganz gut. Keine Spoiler, Jungs. Also wer es noch nicht gespielt hat, wie ich, kann es gucken. Ich finde es eine gute Idee, wie er Cyberpunk politisch analysiert. Das finde ich spitze. Das kann man mal machen.
nämlich Google. Der Google, YouTube. Denn Google hat im US-Verfahren... Ja, komm. Ist dasselbe. ...Verteidigungsministerium in der Vergangenheit geholfen, künstliche Intelligenzen zu entwerfen. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Es ist wirklich dasselbe. Es ist also nicht dasselbe. Das YouTube gehört Google. Die stammt übrigens aus dem Film Ghost in the Shell von 1995, also auch ein Cyberpunk-Film. Aber was hat Google eigentlich genau gemacht? Naja, im Jahre 2018 wurde bekannt, dass Google dem Verteidigungsministerium dabei hilft, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln, die Drohnenaufnahmen des Verteidigungsministeriums analysiert. Google ist Gott, das wissen wir doch schon. Ja. Und Facebook und Amazon. Die KI sollte also Videoaufnahmen von unbewaffneten US-Überwachungsdrohnen untersuchen, allerdings durchaus nach militärisch bedeutungsvollen Objekten. Laut vielen Berichten soll diese Technologie auch nicht direkt für militärische Zwecke eingesetzt worden sein, aber klar ist auch, dass das US-Verteidigungsministerium in der Vergangenheit Milliarden investiert hat in Drohnenausrüstung oder generell in Drohnen, aber sie kamen nicht hinterher, diese Sachen zu analysieren. Also die Menschen sozusagen kamen nicht hinterher. Es waren einfach zu viele Aufnahmen. Die Tech-Seite The Verge beschreibt das eigentlich ganz schön, wenn sie sagen, dass diese KI sozusagen das Gehirn sein sollte von Überwachungskameras des US-Verteidigungsministeriums. Das Projekt hieß übrigens Maven und blieb auch nicht ganz ohne Folgen für Google selbst, denn einige Mitarbeiter kündigten, nachdem eben bekannt wurde, dass Google da mitgemacht hat, und es gab sogar eine interne Petition, die sich dafür aussprach, dass man dieses Projekt beenden solle. Die Mitarbeiter lass mich raten, das Projekt wurde nicht beendet. Also die Petition gab es zwar, es wurde natürlich nicht beendet. Lass mich raten. Ich weiß nicht, ob er es noch sagen wird, aber ich wette mit euch, es wurde nicht beendet. Weiter hatten laut den Berichten Angst darum, dass eben diese KI irgendwann auch für tödliche Angriffe verwendet wird. Abgesehen davon haben einige Kritiker auch Angst davor, dass in Zukunft nicht Menschen Kriegsführung betreiben, sondern KIs und Algorithmen, die dann eben über Leben und Tod entscheiden. Man muss aber auch dazu sagen, dass Google hier jetzt kein Einzelfall ist in der Zusammenarbeit mit dem Pentagon, also mit dem Verteidigungsministerium. Sagt er das noch, ob es beendet wurde oder nicht? Wenn nicht, müssen wir es gleich mal googeln. Muss Morty mal googeln und in den Chat schreiben, ob das Programm beendet wurde. Ich denke mal nein. Das ist... ja. Eine Petition von den Mitarbeitern. Das wird doch nicht dazu geführt haben, dass die das Programm eingestampft haben. Das glaube ich nicht. Ah, bereits in Amerika gab es einige Tech-Unternehmen, die beispielsweise durch Cloud-Computing-Aufträge mit dem Verteidigungsministerium zusammenarbeiteten. Abgesehen davon beendete Google das Projekt auch nach 2 Jahren im Jahre 2019, lief also von 2017 bis 2019, unter anderem auch, weil eben die eigenen Mitarbeiter dagegen protestierten. Ist das jetzt ein Ende dieses Projekts mit dem Verteidigungsministerium? Für Google schon. Für das Verteidigungsministerium allerdings nicht, denn es gibt jetzt schon Berichte darüber, dass andere Tech... Google hat es tatsächlich gestoppt. Also für Google schon, fürs Verteidigungsministerium nicht. Also Google hat es gestoppt, weil die Mitarbeiter dagegen protestiert haben. Aber das Verteidigungsministerium sucht jetzt was anderes. Sucht jetzt andere Leute, die da jetzt das weiterführen. Unternehmen sozusagen in die Fußstapfen getreten sind. Schön, dass es noch aufgeklärt hat. Übernommen haben oder ein anderes Projekt, ein ähnliches Projekt weitergeführt haben. Und für unser nächstes Beispiel schauen wir uns jetzt mal die Gegenseite von diesem Großkonzern Google an, nämlich denjenigen, die gar nichts oder nur sehr wenig haben, nämlich Armut bzw. Menschen. Denn eines der Grundthemen der Cyberpunk-Welten und auch von Cyberpunk 2077 ist eben Arm gegen Reich. Ich mache mal kurz die Taschen durch, ich habe hier Kaffeeschnuller. Arm gegen Reich. Gleich weiter hier. Kurzer Schnitt im Video. Thank you.
mein Taschentuchvorrat geplündert. Taschentücher muss man haben. Dass ich hier nicht mit schmutzigem Gesicht weitermache. Ich würde auch hier anständig hier auf das Video reagieren. Hier schon hier. Wie Omi damals. Mit der Spucke. Wenn du schon dich nicht waschen gehst. Über. So muss das. Party holt wieder auf. Ne. Das arme Regengegenreich. Schauen wir uns mal an, was hier. Inwiefern wir heute schon Armgegenreich haben. Wie das zu Cyberpunk passt. Das weiß ich auch noch nicht. Genau, da schauen wir uns jetzt mal die Situation in Deutschland ein bisschen genauer an. Denn mal abgesehen von der Corona-Krise gibt es in Deutschland seit 10 Jahren, seit der Finanzkrise 2008, 2009, ein stetiges Wirtschaftswachstum. Und man könnte annehmen, dass das Vermögen, was also immer weiter dazukommt, gleich auf die Gesellschaft verteilt wird. Aber ja, das schon, dem ist nicht so. Denn trotz Wirtschaftswachstum seit dieser Finanzkrise hat sich die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland nicht geschlossen, im Gegenteil, sie wurde immer größer. Zwar stiegen die Reallöhne aller Parteien, also der Bestverdiener, Mittelverdiener und Geringverdiener, allesamt an, aber die Reallöhne der Best- und Topverdiener stiegen stärker an, im Gegensatz zu den Mittelgutverdienern und den Geringverdienern. Und traurigerweise stieg in den letzten Jahren auch die Zahl der wohnungslosen Menschen in Deutschland immer weiter an. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, kurz BAGW, schätzt, dass 2020 rund 678.000 Menschen ohne Wohnung in Deutschland sind. Das ist natürlich hart, wenn draußen meterweise Schnee drin liegt. Die kommen dann hoffentlich irgendwo unter bei in obdachlosen Heimen oder sowas. Ich weiß nicht, wie was es da gibt. Das ist, ich mache immer beim Erzählen wilde Zuckungen mit der Hand. Das ist, ja, sollte man Gebärdensprache üben. Das ist ja fast schon Gebärdensprache, was ich mache beim Erzählen mit meiner Hand. Ja. Die Schere zwischen, die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer heftiger. Das ist, ja, sollten wir mal ein bisschen reichen Steuern einführen, ein bisschen reicher entmachten, ein bisschen runterziehen, ein bisschen Geld verteilen, Spitzensteuer erheben und so weiter, was die aktuelle Regierung ja gar nicht macht. Wäre ich dafür. Die Tagesschau beschreibt das ganz schön, finde ich, dass das in etwa so groß ist wie Frankfurt am Main. Übrigens, gerade mal vor 5 Jahren was so groß wie Frankfurt am Main? Die Zahl der Wohnungslosen. Ach so, 300. Der Zahl der Obdachlosen in Deutschland. Das heißt, das musst du dir mal vorstellen. Also mit den Obdachlosen, die in ganz Deutschland leben, könntest du Frankfurt am Main füllen. Also das könntest du... Also wenn du Frankfurt am Main leer räumen würdest, alle aus ihren Häusern und aus ihren Büros aus ihren Häusern wahrscheinlich verscheuchen würdest und dann die Obdachlosen dort reinschicken würdest und die dort drin wohnen könnten, dann würde das genau passen. Das musst du dir mal vorstellen, musst du dir Frankfurt am Main, das ist eine Metropole, das ist eine große Stadt, das ist eine der größten Städte Deutschlands. Das ist eine Menge an Menschen, die du dir nicht vorstellen kannst. Das ist so, uff, es ist, ja, das ist viel. 35.000 Menschen. Innerhalb von wenigen Jahren hat sich diese Zahl also verdoppelt. Die Ursachen für einen Wohnungsverlust sind vielfältig, beispielsweise Überschuldung, Arbeitsplatzverlust
oder auch Krankheit. Ja, Krankheit. Auch in Deutschland, wo eigentlich jeder eine Krankenversicherung haben sollte. Anders als beispielsweise in den USA. Und wenn wir jetzt unseren Blick mal ein bisschen weiten, nämlich international. Dann ja, Arbeitsplatzverluste, das ist, da fragen sich jetzt Leute, was Arbeitsplatzverluste? Ich kenne noch jemanden, der ist arbeitslos, das ist der, sind nicht obdachlos. Ja, das ist, das ist gar nicht so schwer, obdachlos zu werden, wenn da, also ich kann's sogar an meinem Beispiel erzählen, ich kann es direkt an meinem Beispiel bringen. Ich habe das Glück, dass ich das einigermaßen reiche Eltern habe. Das ist dann zum Glück, ich habe zum Glück, ja, was heißt reich? Das ist, die sind auch nicht besonders, sind jetzt keine Mongole oder so, die sind jetzt keine Scheiche aus. Das ist dann das andere Reich, aber das ist, die sind nicht arm. Ich sag mal, meine Familie ist nicht arm und die werden jetzt nicht am Hungertuch nagen. Also meine Familie bezahlt mir, solange ich arbeitslos bin und sobald ich auch, solange ich in der Ausbildung bin, Ausbildung kriegt man ja auch nicht sonderlich mehr, als man Hartz IV kriegt und so. Das ist ja meistens auch nicht sonderlich nennenswert viel mehr. Das ist ja, wenn meine Familie mich nicht unterstützen würde, die Zweiraumwohnung, in der ich jetzt hier gerade bin zu diesem Zeitpunkt, ups, ist mein Hut abgefallen, die Zweiraumwohnung in Leipzig, die kostet so viel, da würde mein Arbeitslosengeld nicht für reichen. Doch, es würde für reichen, das habe ich mal ausgerechnet, es würde für reichen, aber es wäre dann, dann wäre es mit dem Essen knapp, dann könnte ich mir kein Internet leisten, dann könnte ich mir keinen Strom leisten, dann könnte ich mir kein GEZ leisten, dann könnte ich, also, und mit Essen wäre es dann ganz knapp. Also es ist, ich würde natürlich in eine andere Wohnung umziehen, ich müsste mir eine andere, oder Wohngeld kann man bezuschussen, das geht in Deutschland, es gibt Wohngeld dazu, das könnte man machen, das ist dann, zur Not müssen wir umziehen und so weiter, aber es ist halt, es kann halt wirklich schon, also, es gibt halt wirklich, es ist wirklich nicht, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, es ist da schon, wie gesagt, das ist dann halt, und selbst mit Wohngeld und selbst wenn, und da findet man eine andere Wohnung in Leipzig, die billiger ist und die du dir leisten kannst, und dann mit Wohngeld, das wäre schon, da musst du nur ein bisschen schlecht managen mit deinem Geld, da musst du ein bisschen, ist halt wirklich knapp, das Leben in Deutschland macht schon, also das Leben in Deutschland, das kostet Geld, das ist schon, da brauchst du schon, also es geht schneller als ihr denkt, dass man unten ist, dass man die Wohnung verliert, dass man raus aus dem Leben ist und dass man alles verliert, und das ist, also, sucht euch einen Job, macht eine Ausbildung, macht einen guten Schulabschluss, das ist wichtig, dass es, wenn ihr irgendetwas schaut, dass ihr später zu Geld kommt, dass ihr einen Beruf habt, den ihr ausüben könnt und das, und Geld verdient. Das ist halt, wenn du in Deutschland leben willst, wenn du ein menschenwürdiges Leben führen willst in Deutschland, macht das, ist das wichtig, dass man da. Ja, das Reaktor wird jetzt wieder ewig lang, weil ich jetzt zwischenquatsche. Aber ja, es passt ja auch gerade zum Thema. Es ist halt wirklich, konzentriert euch darauf, einen Job zu kriegen oder irgendwoher Geld. Also kriegt Geld, besorgt, macht euch Kopf darum, wie ihr Geld herkriegt. Das ist, erbt was Tolles. Das ist, habt reiche Verwandte, die euch beerben können. Das ist dann, ja, ohne Geld in Deutschland, im Grundgesetz steht Paragraph 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber wir wissen alle, die Würde des Menschen ist bezahlbar. So ist es tatsächlich. Also kostet Geld. Ich habe gehört, es gibt da diesen nigerianischen Prinzen. Genau. Machen wir weiter mit dem Video, schauen wir weiter ins Video rein. Beispielsweise des NGO Oxfam. Die sagen nämlich, dass die Reichen auf der Welt immer reicher werden und die Armen
immer ärmer. Laut Oxfam gehören 1% der Menschheit 45% des globalen Vermögens und die ärmere Hälfte der Bevölkerung besitzt unter 1%. Kritisiert werden beispielsweise auch sogenannte Steueroasen, die Unternehmen ausnutzen können. Madeira. Steueroasen Madeira. Ungarn, und so weiter. Und ja, wie hieß das, wo wir einen Podcast drüber gehabt? Dubai. Wollte ich gerade sagen, wo wir einen Podcast drüber geredet haben, Modi. Dubai. Ja. Die YouTuber-Inseln. Also er zieht, das ist auch ein Tipp. Wenn er die YouTuber und zieht nach Dubai und nicht nach Dubai. Das ist, die haben ein Gesetz, der hört uns unseren Podcast an, da haben wir drüber geredet. Aber nach Madeira müsst ihr ziehen. Das ist, werdet YouTuber, werdet großer YouTuber und zieht nach Ungarn auf die Ungerninsel. Das ist, ich zieh da nur wegen der guten Luft hin. Das ist nicht wegen der Steuern. Das ist, und legt ein Bankkonto in der Schweiz an. Das ist auch gut. Das ist, müsst ihr bloß aufpassen, dass das nicht öffentlich in einem Video zugebt. Dann könnt ihr da Ärger kriegen. Das ist, dann gibt's mit den Steuern, wir hören Probleme, aber ja. Nicht illegal ausnutzen können, sondern legal ausnutzen können, um weniger Steuern zu zahlen. Auf der anderen Seite gibt es Studien, und das widerspricht so ein bisschen unserem Cyberpunk-Universum, in welchem wir ja angeblich leben sollen, gibt es auf jeden Fall Studien, die sagen, beispielsweise der Weltbank oder von anderen Ungleichheitsforschern, die sagen, dass die soziale Ungleichheit in der Welt nicht weiter anwächst, sondern weiter sinkt. So soll beispielsweise die extreme Armut in der Welt in den letzten 25 Jahren von 36% auf 10% heruntergegangen sein. Übrigens, alle Quellen zu den Zahlen und zu den Berichten findet ihr natürlich auch nochmal unten in der Infobox. Sagt mir jetzt mal in den Kommentaren, ob ihr findet, dass wir in einer Cyberpunk-Welt leben, ja oder nein. Schreibt mir mal ja oder nein unten in die Kommentare. Und auch der Anteil an Menschen, die in einem relativen Wohlstand leben, soll in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weiter angestiegen sein, was unter anderem auch daran liegt, dass Schwellenländer wie beispielsweise China zu Industrieländern aufgestiegen sind. Es ist aber trotzdem nicht von der Hand zu weisen, dass es in Deutschland, aber auch weltweit große Probleme mit Armut gibt. Nach wie vor. Übrigens könnt ihr euch jetzt auch schon mal auf mein nächstes Video freuen. Ein ganz spezielles Video, auf das ich mich auch schon sehr freue, das auch unter anderem mit dem Thema Armut zu tun hat. Also aktiviert unbedingt. Könnten wir uns schon angucken, das ist schon raus. Unser nächstes Beispiel ist wieder ein etwas spezifischeres, was bereits in einem Cyberpunk-Roman Anfang der 90er Jahre, Snow Crash, von Neal Stephenson beschrieben. Und Werbung. Ja. Ja, nur ohne die Technik, dafür mit Faxgeräten. Move it, feel it, drink. Auf die Frage, ob wir in Cyberpunk leben. 28 Black. In die Kommentare schreiben, nicht im Chat. Ah, das auch, aber. Ja. Amazon und der Staat. Ja, da sind wir wieder zurück bei den großen Firmen. Nämlich wie Staaten Tech-Unternehmen quasi anbetteln, dass sie ihr Hauptquartier oder neue Standorte bitte in dem eigenen Staat errichten sollen. Und dazu blicken wir jetzt mal zurück in die nicht allzu ferne Vergangenheit, nämlich in das Jahr 2017, um genau zu sein, in den September 2017. Denn damals kündigte Amazon an, dass sie ein zweites Hauptquartier in Nordamerika bauen wollen. Dann begann natürlich die große Suche. Ungefähr 240 Staaten und Städte bewarben sich darum, dass eben Amazon das Hauptquartier in ihrer Stadt oder in ihrem Staat. Da muss nicht Amazon darum bewerben, wo sie ihr Haus bauen dürfen, sondern die Städte bewerben sich darum, wo Amazon das baut. So ist das bei größeren, bei gigantischen Unternehmen. Normalbürger müssen sich bewerben, also wenn du irgendwo ein Haus bauen willst, dann musst du dich bei der Stadt bewerben, musst die Stadt lieb darum fragen, ob du auf ihren Grund was bauen darfst. Das ist, und ja, bei Amazon, bei großen Unternehmen funktioniert das genau andersrum. Staat baut. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die jeweiligen Städte und Staaten sich versuchten, gegenseitig zu überbieten. Auf jeden Fall. Wie versuchten sie es, sich gegenseitig zu überbieten? Ja, Spenden, das ist
gibst du, schiebst du denen mal einen kleinen Check zu, das sagst du dem Amazon-Chef so ein bisschen, oh ja, hier, wir sind die Stadt New York, hier mal ist, wir haben eine kleine Spende hier. Denkst du vielleicht an uns, wenn du dann mal das aufbaust? Nämlich mit milliardenschweren Steuernachlässen. Ja. So tat das beispielsweise an den Steuernachlässen. Ich hätte Spenden gesagt. Ja, New York hat man gesagt. Dort sollte dann eigentlich nämlich eins von Steuernachlässen, das ist es, ja, das ist. Ja, man kennt es, große Unternehmen müssen nichts zahlen, müssen keine Steuern zahlen. Da, wo sie am wenigsten Steuern zahlen müssen, ja. Man bei kennt's. Neuen Hauptquartieren gebaut werden. Amazon sagte irgendwann, dass sie einfach eins aufteilen in zwei. Auf jeden Fall stellte in New York Amazon ungefähr 3 Milliarden Dollar Steuernachlässe in Aussicht. Das Ende vom Lied war am Ende, dass es eben lokale Proteste gab und auch die Anwohner nicht unbedingt begeistert waren davon, dass eben da ein Amazon-Hauptquartier gebaut werden soll. Amazon selbst sagte, dass die Bevölkerung hinter dem Projekt stünde. Hm. Das Ende vom Lied war aber, dass Amazon sagte, nee, wir bauen dann doch nicht unser Headquarter in New York auf. Ciao. Und mal abgesehen von diesen drei Cyberpunk-Beispielen. Ja, kann's halt sagen, ja, fick durch. Ich bin weg. Ja, ist halt. Gibt es noch viele weitere Dinge? Kann sich halt immer so sagen, wenn ich ja meine Pfeife tanzt. Reddit-Kommentar hier gut beschreibt, wie ich finde. Ich würde sagen, wir leben in einer frühen Cyberpunk-Ära. Allgegenwärtige soziale Medien, Überwachung, Internet und Online-Verbrechen. Aufkommende elektronische Prothesen, künstliche Intelligenz, die gefährdete Natur und um Himmels Willen elektrische Zigaretten. Was ist für euch eigentlich das Cyberpunkigste an unserer Realität? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Für mich sind es diese Elektrozigaretten, gibt es schon lange, das ist jetzt nichts Neues. Neu aufkommenden, hypermodernen Prothesen, Armprothesen beispielsweise. Ich habe euch hier oben im i auch mal einen Link, ein Video dazu verlinkt, was ich sehr eindrucksvoll finde. Vieles gibt es schon. Unbedingt an. Ansonsten danke ich euch fürs Zusehen. Schaltet auf jeden Fall nächstes Mal. Ja, das mit den Körperteilen-Modi, das ist die Prothesen. Die Prothesen würde ich nehmen. Gibt es schon einiges. Ist wahrscheinlich arschteuer. Das ist die Überwachung nicht. Ist wahrscheinlich auch wahnsinnig teuer. Also so eine Prothese, das kriegst du, da musst du wahrscheinlich schon 1 Million hinblättern, damit du das kriegst. Damit, also ein bisschen was, also wir sehen es da schon, wir müssen jetzt dieses Video nicht gucken, aber wir sehen da schon das Bild mit der Bogenschützin, also es ist durchaus also machbar. Zumindest theoretisch denkbar ist vieles schon, also es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man dies in Zukunft auch gibt. Wieder mit ein, euer Marvin und bis dann. Ciao. Ja, ciao. Lasst ein Abo bei ihm da, schaut bei ihm beim Video nochmal vorbei. Lasst ein Däumchen nach oben da. Mitglied werden könnt ihr auch. Patreon hat er, glaube ich, auch so um die 1000 Dollar, falls medizinisch nötig. Ne, um die 10.000 Dollar. Aber nur, wenn es medizinisch nötig ist. Das ist ja in Cyberpunk, wenn ich das richtig verstanden habe, ging es ja darum, dass du dir halt, dass du das halt aus Spaß, also dass du dir das einfach mal, dass du das halt einfach Cyberpunk, wenn du Bock drauf, wenn du halt Bock drauf hast, die das anschauen kannst, dass es nicht medizinisch nötig sein muss. Ja, wie gesagt, guckt unbedingt bei ihm vorbei. Schaut euch das Video selbst nochmal an. Lasst ein Abo da, lasst ein Däumchen da, Glocke aktivieren. Dann ist, ich habe natürlich schon abonniert. Großartiger Kanal, kann ich nur empfehlen. Schaut da auch mal vorbei. Ja.